Marcel Scorpion, 1 Million Abos, herzlichen Glückwunsch, Bruder. 1 Million Abos, 1 Million Abos. Wahrscheinlich werde ich gesperrt von der GEMA wegen dem Intro. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen nach diesem kurzen Pre-Intro. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich, Marcel, Digga, für die 1 Million Abos. Und es geht auch gleich schon los mit der ersten Frage. Bist du in Deutschland geboren oder in Russland? In Deutschland, das ist der Beweis. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ramadani fragt, was war dein bester Moment im Leben? Also für mich persönlich, der beste Moment war es, als ich angefangen habe, an Gott zu glauben. Weil das hat sehr, sehr viel für mich verändert, an meiner Lebenseinstellung und auch für die Zukunft, wie ich alles so betrachte im Leben. Und ja, das war echt sehr, sehr wichtig. Und ja, es gab natürlich auch viele andere schöne Momente, die ich mit anderen geteilt habe. Aber das war für mich persönlich echt sehr, sehr huge. Das ist eine richtig geile Frage. Alle Sprachen der Welt sprechen oder mit Tieren sprechen können? Also mit Schlangen kann ich ja schon sprechen. Ich denke, ich würde aber die zweite Option nehmen, weil es gibt Menschen, die können teilweise 20 Sprachen sprechen und halt da sind die wichtigsten dabei. Aber es gibt niemanden auf der ganzen Erde, der mit allen Tieren sich unterhalten kann und das wäre einfach irgendwie nochmal viel, viel besonderer, sowas zu können. Man könnte solche krassen Studien und Recherchen aufstellen, das wäre einfach richtig interessant, wie die Tiere denken und mit einem kommunizieren. Nächste Frage von Steps. Beeinflusst YouTube dein Privatleben? Auf jeden Fall zu 100%. Ich glaube, jeder YouTuber kann das euch bestätigen. Und bei uns war jetzt letztens der Fall, dass im Elgato-Haus quasi eingebrochen wurde. Also unser Grundstück wurde betreten. Es haben nicht nur Fans unten an der Tür geklingelt, sondern sie sind auf unser Grundstück gegangen, die Treppe hoch Richtung unserer Eingangstür. Und danach sind sie sogar noch außenrum die Terrasse entlang gelaufen und bis an diese Balkontür. Ich kann es euch kurz mal zeigen. Ich saß genau hier auf dem Sofa. Und dort war ein Abonnent und hat einfach reingeschaut und wie verrückt geklopft, obwohl das schon unser Grundstück ist. Also das war einfach schon echt viel zu viel des Guten. Wisst ihr Leute, YouTube ist mein Leben. Ich liebe es, YouTube-Videos zu machen. Aber wenn es dann so weit geht, dass man irgendwie abends auf der Couch sitzt und Angst haben muss, dass irgendwelche Abonnenten in Anführungszeichen wie verrückt auf dem eigenen Grundstück sind und rumschreien und vor der Tür teilweise sowas rufen wie Visca Barca, du Wichser, Masi, du Hurensohn, das ist auch schon vorgekommen hier beim Elgato-Haus. Das ist echt dann einfach nur krank. Muss quasi dann schon in Angst leben, dass die irgendwas mal beschädigen und wir hatten sogar schon Stress mit den Nachbarn und das ist einfach zu viel des Guten, ohne Scheiß, Mann. Und das nächste Mal, wenn sowas passiert, werde ich auf jeden Fall dann die Polizei einschalten und es ist auch nicht abgehoben gemeint, aber ihr könnt es euch einfach nicht vorstellen, wie es ist, wenn man einfach null Privatsphäre mehr hat, wenn man nicht mal mehr ganz gechillt abends auf der Couch sitzen kann. Denise fragt, an welchem Ort wärst du jetzt gerne? Ich blende euch mal ein richtig geiles Bild ein. Jamaika, Leute. Dort sind mit die schönsten Strände auf der ganzen Welt. Und das wäre einfach so ein geiles Urlaubsziel. Toastbrot möchte wissen, wie würdest du deine Kinder nennen? Skiff? Nein. Spaß, Leute. Also, ich weiß es nicht. Mir gefallen so spanische, südamerikanische Namen ganz cool. Keine Ahnung. Antonio, Leonardo, Gonzalo. Irgendwie sowas finde ich ganz nice. Was war dein verrücktestes Fan-Erlebnis? Boah, letztens habe ich zum Beispiel erlebt, dass ein kleiner Junge auf mich zugelaufen ist und hat dann sofort angefangen zu weinen, als er mich gesehen hat. Ich habe ihn dann direkt so in den Arm genommen und gesagt, ey, yo, Digga, alles gut, Mann, ich bin ein ganz normaler Typ. Ich habe erlebt, dass Leute Schnappatmung bekommen haben wegen einem. Einer ist mal, glaube ich, sogar ohnmächtig geworden beim Stuttgarter Abonnententreffen, wo wir dann ja auch unter anderem von der Polizei verhaftet wurden, also Marcel und Apurette. Ich bin ja entwischt, ich bin sofort mit Leichtgewicht und Marathon weggerannt. Oder eine Story, die fällt mir gerade auch noch ein beim Berliner Abonnententreffen. Da war ein kleiner Junge ganz vorne in der ersten Reihe und da war halt so ein Gitter, damit die nicht weiter können. Und da wurde richtig krass von den 14, 15, 16-Jährigen gegen dieses Gitter gepresst und da wurde dann so ein bisschen eingequetscht und hat dann auch extrem angefangen zu weinen, hat auch Schmerzen gehabt. Als ich das gesehen habe und halt auf meinem Stuhl saß bei der Autogrammstunde und sah, wie dieser Junge eingepresst wird, Alter, Leute, ohne Scheiß, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Und da denke ich mir dann auch, wie kann man so fanatisch wegen so einem Typen wie mir sein? Also echt krank. Noch eine Frage von Denise. Welche Gewohnheit würdest du am liebsten nicht mehr haben? Bei mir ist es so, Leute, wenn ich ein Video drehe, genau jetzt ist sogar das perfekte Beispiel. Wir haben jetzt
12.30 Uhr und ich habe noch nichts gegessen, noch nicht gefrühstückt, weil ich in meinem Kopf drinnen habe, ey Anton, mach erstmal das Video fertig und danach kannst du entspannen, danach kannst du essen und so. Aber das ist so eine dumme Gewohnheit von mir, dass ich nicht mal esse, bevor ich ein Video mache, weil ich dann einfach hungrig das Video starte, weil ich so ambitioniert bin. Das ist natürlich jetzt nicht negativ, aber man sollte trotzdem sich richtig ernähren und auch mal Pausen machen, was trinken und so. Aber wenn ich einmal ein Video starte, aufnehmen, schneiden, dann bin ich einfach komplett abgeschottet von der Außenwelt und mache nichts anderes, als mich auf das Video zu konzentrieren. Und das ist manchmal echt sehr, sehr schlecht und auch nicht gesund. Dann Stein fragt, hattest du schon mal keinen Hoch bekommen? Ja klar, Digga, natürlich. Anton? Ja? Was machst du da, Digga? Digga, ich krieg ihn nicht hoch, Mann. Du kriegst ihn nicht hoch. Ich krieg's nicht hoch, Mann. Ich krieg ihn einfach nicht hoch, Digga. Ich will ihn nach oben nehmen, Mann. Was hast du dir dieses Jahr noch vorgenommen und was steht noch so an? Ein YouTube-Projekt, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, ist, dass ich in mehrere verschiedene Krisenländer fliege und dort versuche, etwas Gutes zu tun, den armen Kindern und halt verschiedene Stiftungen besuche und einfach mal live erlebe, was so in anderen Ländern abgeht. Wir leben hier total in Luxus in Deutschland. Klar, in letzter Zeit sind auch ein paar Anschläge hier in Deutschland passiert, aber das ist absolut nicht zu vergleichen, was für ein Horrorszenario sich jeden Tag in anderen Ländern abspielt. Ich denke, so eine Erfahrung ist sehr, sehr wichtig für einen Menschen und man fängt dann an, die Kleinigkeiten viel, viel, viel mehr zu schätzen, als man es davor getan hat. Und deswegen möchte ich unbedingt das machen. Ich werde auch versuchen, irgendwie ein Kamerateam mir zu besorgen und dass die mich dann verfolgen auf diesem Trip. Und ich werde natürlich dann auch aus eigener Tasche dort den Kindern helfen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Wo genau ich dann hinreisen werde, das weiß ich noch nicht. Aber halt so 4-5 Tage jeweils in einem Land und dann ins nächste. Und das irgendwie so 2 Wochen lang. Das wäre so ein richtig geiles Projekt. Das habe ich fest verankert im Kopf. Alright, Leute, das war's dann auch schon für das heutige FAQ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, Viscavarsen mit 2i, damit ihr solche Snaps nicht verpasst. Digga, was ist das für ein abgefuckter Filter, Mann? Da kommt mal übelst auf seinen Trip. Holy shit, Mann. Okay, also vergesst nicht, einen coolen Kommentar zu hinterlassen, was ihr denn zu meinem Projekt so denkt. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob ihr sowas auch unterstützen würdet und mich begleiten würdet auf so eine erlebnisreiche Reise. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Und schaut bei meinem Zweitkanal heute vorbei, da kommt heute wieder ein COD-Video online. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss.